Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BMG Drive. Wir haben ein neues Update von Gavin Vertex bis zu dem Ford Focus. Link ist mal, ich, in der Beschreibung. Ich glaube, die meisten von euch haben den Mod wahrscheinlich eh. Wie immer einer meiner Mod-Empfehlungen. Jedenfalls gab ein Update. Und was ist das Coole dran? Wir haben ja die Airways-Variante. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß. Die Gavin Airways oder so. Die hat ein Update bekommen. Die kann jetzt wohl eigentlich fliegen. Die kann jetzt wohl richtig fliegen. Und ja, ich will gar nicht lange drum herum reden, weil ich liebe Fahrzeuge, die fliegen können. So, okay. Die Steuerung war, glaube ich, okay, also hier haben wir schon mal, okay, das macht das, das macht das. Also zeigen unsere normale Steuerung, ist das Rollen. Dann haben wir R ist hoch. Warte, ist, ne, das macht keinen Sinn. Oh. Warte, er ist nicht wirklich um hochzugehen. Das wäre jetzt ein bisschen dumm, wenn er die Reset-Taste ist. Wir versuchen es mal. 140 hebt das Ding wohl ab. Wir fahren mal ganz normal. Wir sind auf die Italien-Map. So. Okay. Oh ja, ihr seht, wir heben langsam ab. Unser unten fangen wir an etwas wenig. Und auf zusammen wollen jetzt mal boosten. Okay, wie fliege ich das Ding? Okay, also links und rechts, okay, das ist klar. Pitch up Keyboard. Shift R, Shift F. Oh, okay. Shift plus R, Shift plus F. Okay, das ist ziemlich interessant, weil wir sozusagen immer wieder Shift. Ich darf bloß nicht aus Versehen R drücken, ohne Shift zu drücken. Das wird das unpraktisch. Und wir haben natürlich unser J-Tor, das heißt, wir könnten hier ganz ohne Probleme weiterfliegen, wenn wir müssen. Oh, yeah. Kurz aus Versehen Shift nicht gedrückt. Und ja, wir fliegen in unserem wunderbaren Ford Focus hier entlang. Schaffen wir es runter durch? Oh ja, auf geht's. Komm. Oh, nein. Oh, fast zu hoch. Boosten wir mal. So, aber ja, fliegt wunderbar der Focus. Ich liebe fliegende Fahrzeuge in BMG. Das ist immer geil. So, werden wir jetzt auf 400 km/h beschleunigen. Oh. Dana Twinks Slowdown. Okay, wir dürfen nicht über 380 km/h fliegen. Das war ein bisschen schneller als 380, 480 war es ja. Wollen wir mal einen kleinen Sturzflug gehen. So, das ist jetzt sehr gefährlich. Das müssen wir jetzt aufpassen, weil wenn wir jetzt zu schnell hochziehen, zersteppern wir das Ding wahrscheinlich. Hier rum. Rollen wir mal ein. Ehrlich gesagt. Und jetzt mal eine scharfe Kurve. Und schafft das. Ja, kein Problem. Okay, wollen wir mal ein bisschen Stunt fliegen, oder? Wollen wir mal ein bisschen Action hier reinbringen in das Ganze. So, schön dicht über die Stadt fliegen. Wow, das war knapp. Hochziehen. Und wartet. Fast sollen. Okay, dann machen wir einmal das. Passt auch. Okay, wollen wir das Ding mal landen, oder? Komm, wollen wir das Ding mal landen, bevor wir es crashen. Wir werden es gleich noch crashen, keine Sorge. Wir werden wahrscheinlich auf dem Weg crashen. So wie ich mich kenne. Werden wir auf den Weg crashen. Aber die Steuerung ist eigentlich ganz okay. Sobald man ein bisschen sich dran gewöhnt, dass man Shift drücken muss und dass es invertiert ist, das Rollen, dann ist das eigentlich ziemlich gut. Nicht schlecht. So, wollen wir mal wieder schön nah fliegen hier. Okay. 340 km/h sind wir schnell. Es wirkt gar nicht so schnell, oder? Wir können jetzt nur 340 fliegen. Ich sehe. Es ist sogar ein Flugzeug. Ein Flugzeugbutton in unser, also Licht. In unserem Instrumenten. Hammergeil. Okay, wollen wir mal einen schönen kleinen Anflug machen. Wir machen aber ein super shortes Final. Wir wollen keinen krassen Anflug machen. Wir wollen einfach landen. So, okay. Da haben wir die Landebahn, wie ihr seht. Müssen wir das Ding ein bisschen hochziehen. So. Okay. Okay. Oh shit, das war nicht falsch. Nein, ich habe die falsche Note gedrückt. Okay, jetzt müssen wir schnell runter. Oh shit, nein. Da haben wir das vergessen, Shift zu drücken. Was ich eben meinte, was bestimmt irgendwann passieren wird. Also die Steuerung funktioniert cool. Etwas unpraktisch, gebe ich zu. Okay, komm. Crashen wir das Ding mal. Ja, lang genug. Wow, okay, das war ein ordentlicher Start. So, machen wir einen kleinen Looping. Kleine Barrel Roll. Hoch. Oh. Ist noch nicht ganz so praktisch. Fliegt es noch? Fliegt er noch? Nicht mehr wirklich. Oh.
Okay, unpraktisch. So. Boah, das Ding will sich sofort umdrehen. Es ist ein bisschen nervenaufreibend, so zu starten, gebe ich zu. So. Okay, komm hier vorbei. Ja, mal, das ist auf jeden Fall nicht lang genug, um zu landen. Ja, und das bisschen Landen ist nicht. Geschafft. Haha. Dann starten wir mal in die Richtung. So, hier hoch, komm, fliegen wir mal zum Burg. Fliegen wir mal zu. Ja, ich mag Fliegen, Leute. Fliegen ist aber cool. Fliegen ist cool im BMG. So. Und F. Ah, nicht ganz so weit. Das war in die falsche Richtung. Das ist jetzt blöd. Das ist blöd. Oh, okay, wir können über Kopf fliegen. Alles gut. Können wir uns drehen? Danke. Flugskills sind da. Oh Gott. Oh, Mayday, Mayday. Oh Gott. Wir stürzen absolut ab. Ach, das macht einfach Spaß. Ich liebe das. Wir werden die Folge fliegen. Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig. Die Crashes sind geil. Oh, die Handbremse war noch angezogen, deswegen haben wir die Anzeige gedreht. Wie lange können wir dich unten halten? Oh, okay, warte, das wollen wir nochmal machen. So. Wie lange können wir ihn unten halten? Na, jetzt hebt das Heck ab. Okay, wir müssen abheben. Bei 240 müssen wir etwa abheben. Wie schnell werden wir denn, wenn wir hier absolut Gas geben? Ich glaube, irgendwann bricht das Ganze alles weg. Oh, das wackelt ziemlich viel. Das wackelt ziemlich viel. Oh, ja. Und da hat es. Oh Gott, guck dich an, wie der aussieht. Puh. Unser Jado ist mittlerweile nach vorne gerutscht. Und fliegt weg. Tschüss, Jado. Schuh. Oh, wow. Ja, da sind wir absolut zerschellt. Also, es gibt eine Höchstgeschwindigkeit, aber das war eigentlich klar. So, wir können hier relativ früh hoch und wir können gleich einen Vertical Climb machen. Okay, 420 geht auch noch ganz locker. Und guckt euch mal an, wie schön weit oben wir sind. So, wollen wir mal nach rechts schauen. Da, und wenn Sie rechts aus Ihrem Beifahrersitz schauen, Beifahrerfenster, sehen wir wunderschön. Können wir fast Google Maps Bilder machen von hier oben. Wenn wir einen Sturzflug gehen, weil wir müssen aufpassen, wir können nicht lange Sturzflug machen, sonst werden wir zu schnell werden. Aber wir können es mal probieren und werden dann unsere Flügel zerstören. Komm, wenn wir jetzt massiv hochziehen. Oh, es kommt nicht recht, es kommt nicht damit klar, es kommt nicht damit klar. Oh, wir sind einfach durchgerutscht unter der Brücke. Au. 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 Jetzt ist es wie Pinball. Ach, ich feiere das. Gutes Update. Gutes Update, Innocent. Finde ich gut. Finde ich gut. Einmal nochmal von ganz normalen Start. Ganz locker. Bisschen mehr Power brauchen wir doch noch. So, 200 km/h, kein Problem. Machen wir ein bisschen Tiefflug-Action, komm. Versuchen wir ein bisschen Tiefflug-Action. So, da ist Geschwindigkeit eher unpraktisch, das heißt, wir wollen hier langsamer bleiben. So, hätten wir ein bisschen tiefer gehen können. Schaffen wir es unter der Brücke durch? Das wird schwer. Unter der Brücke durch, das wird ordentlich schwer. Machen wir mal einen kurzen Boost. Oh, vor allen Dingen kommen wir in einem ganz schlechten Winkel da an. Da kommen wir in einem ganz schlechten Winkel an. Oh Gott. Oh, Bäume, 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 Bäume. Oh. Es hätte schlimmer ausgehen können. Geben was. Hätte schlimmer ausgehen können. Hätte schlimmer ausgehen können. So, dann wollen wir hier mal auf 300 oder 400 km/h beschleunigen wir mal. So. Okay, aber ich wollte jetzt nochmal Tiefflug machen. Tue ich Tiefflug, genau. Tiefflug. Ich finde es übrigens auch cool, dass wir auch unsere Navigationsrichter da oben haben. Die Details sind ganz nice. Okay, komm. Tiefflug über der Stadt. Was ist die beste Kameraperspektive dafür? Nein, so, okay. So, hier rein, auf was mit den Bäumen. Das hat sich sehr nach einem Blatt angehört, das wir gerade da berührt hatten. Hier. Oh, können wir es noch retten? Oh, Mayday, 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 Mayday. Raus, 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 nein. Oh, ah. Kann man nicht. Okay, aber das war's mit der heutigen Folge BUNG eigentlich auch schon gewesen sein. Komm, dämmern wir das Ding. Doppeldeppern? Nein. Wow.
Okay, wir haben gerade fast verloren. Deppern wir das Ding nochmal irgendwo rein. Nee, aber coole Mod. Gefällt mir, werden wir auf jeden Fall, wenn ihr wollt. Also ich würde sie gerne häufiger nutzen, wenn ihr Bock drauf habt. Schreibt mal so in die Kommentare. Wenn ihr vielleicht irgendwelche coolen Ideen habt, wo wir fliegen könnten oder irgendwelche Challenges, wo ich lang fliegen soll, schreibt mir das unbedingt unten in die Kommentare. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das kann ich nicht mehr. Ich sehe euch. Ciao.